Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Ihr seht, ich bin zum Stechapfel und ihr seht, ja, hier ist einfach ein Tunnel, der dicht ist. Wollte ich euch aber dennoch zeigen. Was, wenn er nicht mehr kommt, wenn wir sterben? Was, wenn uns von unseren lieben Menschen nur die Erinnerung bleibt? Und sobald wir tot sind, ist da nichts mehr. Munition und so wäre hier gewesen. Aber damit wirst du echt zugeschüttet in dem Spiel, muss ich sagen. Ja, wir hätten natürlich auch mal einen Raketenwerfer ausrüsten können, aber. Gut, ja, ich denke, das können wir laufen. Auch voll. Ja, und ich habe natürlich noch die Booster, die habe ich noch gar nicht genutzt. Ich sehe, wenn wir hier drauf gehen, erhöht dann Geschwindigkeit, erhöht den Schaden, Nahkampf. Ja, Tiere, das können wir beim Jagen mal ausprobieren, verringert den erlittenen den Schaden erheblich. Das kann man bei so einem Stützpunkt ausprobieren, ja. Ist halt die Frage, wie lange das alles geht. Oder ob es dann echt nur so für Arcade sinnig ist vielleicht. Wer? Ich habe Joseph Seed mal vor ein paar Jahren aus der Nähe gesehen. Ich gäbe so einiges, dahin zurückzureisen und den Scheißer da und doch. Wird gemacht! Na, Grace. Ich bin unterwegs! So habe ich mich seit Afghanistan nicht mehr gefühlt. Schade, ich dachte, da wären jetzt ein paar Peggys, aber ich denke mal, im Außenposten können wir es auf jeden Fall nochmal. Komm. Wohin du willst. Brauchst nicht mehr den Bär jagen. Wo geht's hin? Der hier ist Schwarzbärjagd. Wir könnten natürlich mal eben gucken. Das gucke ich ohne. Hier wollte ich gucken. Jagd. Grizzlybären. Schwarzbarsche. Schwarzbären haben wir schon. Alles gut. Ruhig hier hochklettern. Drück meine Waffe in die Hand und ich werde zum Tier. So was sollte ich. Ich wollte immer sterben, bevor John mich in die Finger kriegt. Jetzt ist er vor mir gestorben. Ach, hier sind wir doch mal. Sind wir nicht mal hier lang geballert mit dem Boot? Danke, dass du uns geholfen hast. Ja, gerne. Bär. Hier steht auch ein Schild, Junge. Eines Tages will ich auf Safari gehen. Gut. Haben wir das auch erledigt. Können wir ja fast schon hier so einen Quad nehmen, denke ich mal. Da steht ja sonst auch nichts rum.
Na, Grace. Jetzt kannst du gleich zeigen, was er drauf hat. Und ich denke, wir werden auch erst das jetzt hier angehen. Ach nee, da sollen wir das Flugzeug holen. Dann müssen wir wieder weg hier. Lass uns erstmal die beiden besuchen gehen hier. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Mein Gott, zu holen! Mehr Hilfe! Das schaffen wir. Aber wenn ich mit dem Quad, womit dann, ne? Also ist schon echt Hammer, das Game, ey. Keine Gnade. Komm her, Junge, gib uns den Auftrag. Man hört Gerüchte, dass die Sekte tonnenweise Vorräte in die Schwefelhöhle schafft. Keine Ahnung, ob es Waffen oder Drogen sind. Ich weiß nur, dass ihnen der Ort verdammt wichtig ist. Gar nicht mal so schäbig. Ist er ready, Grace, oder? Ne. Schön zu verschnaufen. Ja, sicher. Ist auch immer ein paar Pausen bei mir. Das war. Hier hat weiter hoch, also. Ja, und ich muss sagen, so macht das Game richtig Fun. Also ohne die nervigen Flugzeuge am Himmel, ohne dass er alle zwei Meter irgendwie weggeballert wie es auf der Straße da, dass da immer mal durchfahren. Bleib doch ruhig, Junge. Ich wollte nur mit dir quatschen, ey. Ey, mein Freund. Wusstest du, dass es einen Flugplatz mit Flugzeugen und so in der Nähe gibt? Ja, klar. Ich würde selbst hingehen, aber Jacob lässt ihn rund um die Uhr bewachen. Das müsste doch aber jetzt dann hier nochmal ein Prepper hier sein, ne? Oh, nicht wirklich. Naja, gut. Ja, lauf mir noch vor der Karre, ey. Die sind fertig. Stehen sie mitten auf dem Feld und verballern ohne Ende Moon, ey. So. Auch schon nichts mehr los hier. Schade. Gehört. Hörte sich an, als hätten sie wertvolle Fracht an Bord. Wir müssen uns das vor den Peggys ansehen, also beeilen wir uns. Wie geht's, Chris? Wenn sie da stehen bleibt, bleibt sie da stehen. Ich wollte jetzt übrigens mal hier reingucken, ob wir schon mal hier sind. Haben sich sehr gut an den Inbane River angepasst. Inzwischen wachsen hier hektarweise unsere ganz speziellen Nutzpflanzen. Es ist an der Zeit, unsere Gärten bis ins Holland Ready auszudehnen. Viel Arbeit und im Segen Gottes werden wir das ganze County in einen Ozean aus Bliss verwandeln. Und dann wird sich kein lebendes Wesen je wieder fürchten müssen. Dieser Traum ist fast zu schön, um wahr zu werden. Aber der Vater glaubt an euch, weiß, dass wir es schaffen können. Ja. Würde ich doch mal sagen, normalerweise hier alles abfackeln. Warum? Mal was können. Hätten wir doch bestimmt auch noch einen Auftrag gekriegt, wenn wir noch nicht durch wären. So.
Sonst ist hier alles dicht. Gut, erste Dinge erreicht. Gucken, ob Grace irgendwann denn noch zu uns stoßen möchte. Er bleibt da, ey. Oh, der lässt sich aber schwer steuern. Schön zu verschnaufen. Oh, ich fuck jetzt aber gut, hä? Scheint ja auch schon nichts mehr los zu sein. Aber eine Map. Lieferung Nummer 47 O-W. 5 Fässer Bliss verdünnt auf 20%, 25 Pakete Bliss Samen getrocknet, 10 Sträuße Bliss Blumen. Lieferung an Seed Boot Oats Rampe. Lieferung vom Jesup Anwesen. Ja, die Bliss Farben haben wir ja schon abgefackelt. Gut, hier ist nichts mehr. Wir können den Außenposten angehen. Ich denke, wir können hier einfach mal so hochlaufen. 200 Meter. Ein bisschen Bewegung kann ja nicht schaden. Dann gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen Gegenwehr stoßen. Wie es aussieht, ja, weil wir haben schon 4 rote Dinger gesehen gerade. Ja, da ist ein bisschen was los, sehr schön. Ja, weiß ich, Grace. Ich würde das aber gerne mal sneaky angehen, ja? Ernsthaft? Da ist auf jeden Fall der Alarm, da muss ich erstmal hin. Ey, ich hab den scheiß Alarm noch ausgeschaltet. Da ist noch einer. Wo ist er? Alter Betty.
Ihr Wichser. Goldmedaillentreffer. Geil, die Waffe. Oh. Hands up, Grace. Sunny. Ja, geh doch runter. Hilfe. Gut, ich gehe mal einmal hier links rum. Da waren ja auf jeden Fall noch welche hier. Ja, also da ist schon einer drin. Was der letzte oder was? Boah, die Sniper ist Hammer, Leute. Die ist echt Hammer. Die macht Laune. Ist ein bisschen schwer, ja. Handhabung. Immer sehr empfindlich ist. Im Gegensatz jetzt zur AK. Für eine Bewegung. Gut, ja. Es ist wirklich schade, dass John nicht mehr mit ansehen kann, wie sein Zuhause in die Hände des Widerstands fällt. Ich will nicht mal wissen, was für grauenhafte Szenen sich in diesen Mauern abgespielt haben. Je früher wir die Spuren von Edens Geld hier beseitigen können, desto besser. Danke, Deputy. Gerne. Gerne, gerne. Gut, jetzt müssen wir gleich mal noch zugucken hier, flugzeugmäßig. Das wird wahrscheinlich das sein. Ich hatte John vorgeschlagen, dass wir ein paar Helikopter und sowas ernten, um das Yes aufzubauen. Aber er meinte, er hätte uns Arbeiter für die Errichtung des Schilds ausgewählt, weil wir für die meisten Sünden zu büßen hätten. Ich schwöre, ich konnte spüren, wie mir meine bösen Taten zusammen mit meinem Schweiß von der Stirn tropften, als wir diesen ganzen Stahl, die Sperrholzplatten und die Farbe den Berg hochgeschleppt haben. Wir haben gute Arbeit geleistet. Jedes Mal, wenn ich das Schild sehe, hallt es in meinem Herzen wieder. Ja, lieber Gott, ja. Das ist fantastisch! Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Das sollten wir auf jeden Fall mal noch wegsprengen, ne? So. Ja, mal eben einmal durchgucken hier, ne? Ihr seht's. Wir haben das meiste echt voller als voll. Ja, genau. Gut, und wenn erstmal ein so ein Ding, ja, das Flugzeug holen wir dann natürlich gleich raus. Wir haben nur, hast du die Schüsse gehört? Das kam vom Elliot-Haus. Lass uns mal nachsehen. Glaubst du wirklich, die Lage wird nochmal besser? Oder bleibt das auch einfach so? Ja, du bist ein bisschen... Ja. Bisschen negativ drauf, ne? Also da ist Judy schon cooler drauf. Nice. Aber
so geil aus hier. Lieber Bruder Joseph, wie versprochen ist Fort's End jetzt von uns besetzt. Ich habe die drei großen Stützen der Gemeinde ins Visier genommen. Mary, May, Pastor Jerome und Nick Ray. Und nachdem wir sie mit ihren Sünden gezeichnet hatten, pflanzte ich einen Samen des Zweifels in die Bewohner. Ich zwang jeden von ihnen in Frage zu stellen, woran er oder sie wirklich glaubt. Zu hinterfragen, auf welche Seite er oder sie kämpfen sollte. Es gab Blutvergießen, aber wenn meine Konvertiten, komisches Wort. Ja, ist mir schon klar, was es bedeutet, aber Konvertiten hört man auch nicht so oft. Aber wenn meine Konvertiten nicht gewesen wären, wäre es noch viel schlimmer gekommen. Jene, die wir gerettet haben, wurden Teil unserer Herde. Jene, die gekämpft haben, sind tot. Und jene Sünder, die geflohen sind, ich werde sie fangen. Das ist auch ein Versprechen, dein Bruder John. Ich bete, dass du diese Worte hörst, bevor es zu spät ist. Ich will dich in dem Paradies, auf das wir uns vorbereiten, alt werden sehen. Ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich. Gut, damit sind wir hier soweit durch. Das heißt, wir können ins Flugzeug steigen, das Flugzeug wegbringen. Sofern wir es nicht crashen mit bei unseren Flugkünsten. Dank dir können wir nochmal neu anfangen. So, was hätten wir denn? LMG, Gewehr, Kaliber 50. Ach komm, wir kaufen es einmal. Komm, scheiße. Ja, einmal voll alles. Aber das geht ja dann jetzt eh ins andere Gebiet dann jetzt bald rein. Ist denn jetzt wieder beschleunigt? Achso. Kühn Manöver hier. Du musst mir den Vogel zurückbringen. Er ist unser einziger Weg aus diesem Shitstorm. Aber erst muss ich sicher gehen, dass sie ihn nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Halt dich beim Kornkreis scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Das war's. Du packst das. Bloß nicht zittern. Ich lass dich mal mit dem linken Flügel winken. Der bereitet mir Sorgen. Ja, wenn was nicht stimmen würde, wäre die Kiste außer Kontrolle. Ja, ein paar kompetente Piloten hat die Sekte schon auch. Ja.
ausgerechnet in Johns Ranch einzubrechen und heil wieder rauszukommen. Den Fickern haben wir es gezeigt. Das müssen die erstmal verdauen. Mann, ich hätte echt gern die Gesichter von denen gesehen. Blöde Peggys. Blöde Peggys. Was anderes machen die hier gar nicht. Die schlagen vor deiner Tür auf, so wie bei mir, und nehmen sich einfach, was sie wollen. Ach, eigentlich war ja klar, dass alles gut gehen würde. Dieses Flugzeug hat noch keinen Ryan im Stich gelassen. Ich weiß nicht, was wir ohne diesen Flieger hätten machen sollen. Du solltest gleich zu der Flussgabelung kommen. Halt dich rechts. Wer seine Heimat verteidigen will, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns, keine Ahnung, ob das auf mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, schon beim Gedanken, dass wir ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Wenn ich mein Zuhause aufgeben und türmen muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Ja, sicher. Gut, das klappt ja ganz gut bisher. Kaum zu glauben. Aber hier ist ja auch nicht irgendwelche schnellen Dinger gefragt. War wohl nix. Jetzt muss ich erstmal irgendwie eine Kurve hinkriegen hier. Alter. Geht schon wieder los jetzt hier. Das ist genau in die andere Richtung, ne? Tausend Meter ist das. Ist schon fettes Maschinengewehr hier dran, muss ich sagen. Respekt, ey. Wenn du eine sanfte Kurve fliegst, bist du auf einem guten Weg.
Weg zu meinem Flugplatz. Bis gleich. Viele meinen ja, das wäre das Schwierigste. Ich zeig dir, wie man's macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. Ging ja besser wie gedacht. Oh mein Gott, da ist sie ja! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Kim! Das Flugzeug ist zurück! Ja, hab gehört! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys! Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme. Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf! Herr im Himmel, hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten, was sagst du? Booyah! Booyah! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme! Ja Leute, das soll es gewesen sein. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Von hier kann ich